So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Online. Und wir reden wie versprochen mit dem Propheten. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin in einer Stadt der Industrie, wo die Leute unter dem Mantel von Andeutungen und Schmeicheleien Ränke und Intrigen schmieden. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Wie lange war ich denn bewusstlos? Tage oder Wochen? Ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Was soll ich denn jetzt tun? Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris, ihr mutiges Opfer, zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bahls überlassen. Wann werde ich euch denn wiedersehen? Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Computer, Quest abschließen. Seid auf der Hut, Entseelter. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bahl legt sich über ganz Tamriel. Und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Wohin soll ich denn gehen? Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Glaubt ihr, es gibt viele, die meine Hilfe brauchen könnten? In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute in großer Gefahr schweben. Sie brauchen eure Unterstützung, so ihr denn bereit seid, sie ihnen zu gewähren. Um dem Willen Molag Bahls entgegenzuwirken, müssen wir uns dem Bösen stellen, wo immer es auch sein hässliches Haupt erhebt. Okay. Und es gibt noch andere, die sich mir hierbei anschließen werden? Nee, und doch. Und es gibt noch andere? Okay, das soll eine Frage sein. Gut. Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustemmen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Glaubt ihr, es gibt viele, die meine Hilfe brauchen könnten? Ich weiß nur, dass ihr aus dem Meer gefischt und an Bord eines Schiffes gezogen wurdet. Man hat euch seitdem in eine größere Stadt gebracht. Ich würde vorschlagen, dass ihr die Docks der Stadt besucht. Dort werdet ihr jemanden finden, der euch an jene verweisen kann, denen ihr eure Rettung zu verdanken habt. Glaubt ihr, dass es noch andere gibt, die meine Hilfe brauchen? In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute... Ach, das haben wir doch schon. Schweben. Sie brauchen eure Unterstützung. Okay. Gut. Komisch, warum ist das denn nicht ausgegraut, obwohl ich das schon gelesen... Also, obwohl er das schon gesagt hat. Hey, einen Fertigkeitspunkt erhalten. Kann ich nochmal mit dir reden? Seid auf der Hut, Entseelter. Eure gesamte Existenz... Ach ja, das hatten wir, glaube ich, alles schon. So, ja, wir können jetzt nach Dolchsturz gehen. Okay, hier sieht es sehr... Also im Vergleich zum anderen Gebiet, wo es halt ziemlich, naja, verschneit war, ist es hier dafür ein bisschen grüner. Das gefällt mir irgendwie. So, und jetzt gibt es hier irgendwo Quests. Da leuchtet doch was. Ich soll auch zum Hafen irgendwie gehen. Sagt man mir. Seid gegrüßt. Aber wo denn jetzt? Ach, hier, guck mal, da ist was. Wieder auf den Beinen, was? Kenne ich euch? Ihr seid doch der, den man aus dem Wasser gefischt hat. Kapitän Kalin fand euch in der Iliak-Bucht treibend. Sie meinte, ich solle euch vorbeischicken, falls ihr aufwacht und einigermaßen bei euch seid. Aber ich halte euch nicht auf, wenn ihr lieber davonlaufen wollt. Wo ist Kapitän Kalin? Ja, das ist alles sehr schön vertont. Sie ist in Strossen im Kai und füllt ihre Mannschaft auf. Das Schiff hat genug Seeleute, um über Wasser zu bleiben. Aber gerade ebenso. Sprecht mit ihrem Bootsmann Gilzier, wenn ihr mit anpacken wollt. Er ist an Deck. Dann spreche ich mal mit dem Bootsmann.
Okay. Also irgendwie ist die Hälfte vertont, die andere Hälfte nicht. Kommt mir das nur so vor oder ich weiß nicht. Naja. So, 29 FPS. Och, geht eigentlich. 28. Also für... Und Marktstände besucht, dann sagt den Händlern, die Dolchsturzwache hat euch geschickt. Also für die Auflösung geht das eigentlich. Ist hier nicht irgendwo... Da. Ach, da vorne. Okay. Ist das die einzige Quest? Ich gehe jetzt mal hier runter. Achso, ich kann ja mal ein bisschen rennen. So, dann geht's schneller. Ja, ich nehme jetzt übrigens nicht mehr in 5.1 auf. Das war ein bisschen... Ja, war ein Experiment, aber ist jetzt nicht so... Naja. Also bringt eigentlich nicht viel und dauert nur ewig, das Ganze zu extrahieren. Ich muss ja diese... Weiß ich, muss ja die ganzen Audiospuren extrahieren, um die zusammenzumischen. Und naja, das dauert schon so seine Zeit, bis die extrahiert sind. Das ist ein bisschen doof. Also wie lange dauert das? Keine Ahnung. Also 6 Minuten habe ich jetzt gebraucht oder hat der PC gebraucht letztens. Gilt's hier, Hallöchen. Mit was kann ich dienen? Könnt ihr mir eine Überfahrt verschaffen? Das hängt davon ab, wohin ihr wollt. Das hier ist ein Arbeitsschiff. Wir segeln nicht kreuz und quer über Tamriels Meere. Wohin segelt ihr? Von hier aus fahren wir nach Strossmekai. Ein kniffliges Ding, aber wir sollten es noch vor dem Wetterumschwung schaffen können. Ansonsten könntet ihr auch in die Stadt gehen, euch die Beine ein wenig vertreten, einen Humpen vom hiesigen Bier kosten. Es liegt bei euch. Strossmekai bitte? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist das jetzt die Startinsel oder bin ich denn? Warte mal, lebt wohl. Ist das hier? Nee, das ist nicht die Startinsel, ne? Das ist irgendwie die gebrochene Speerspitze. Sprecht mit dem Bootsmann. Warte mal, ich spreche nochmal mit dem anderen mit über was ihn. Was kann ich dienen? Also, hier. Ich muss Kapitän Kalen finden. Sie sollte schon wieder auf Strossmekai sein und sich eine neue Mannschaft besorgen. Ich kann euch dorthin bringen, wenn ihr wünscht. Was meint ihr denn mit einer neuen Mannschaft? Es gab einen schlimmen Streit zwischen dem Kapitän und ihrer alten Mannschaft. Thomas Schaar kennt die ganze Geschichte. Sie ist unter Deck, falls ihr die Details wissen wollt. Ja, würde ich gerne. Lebt wohl. Warte, unter Deck? Wie komme ich hier so? Kann ich da einfach rein? Ach, tatsächlich. Mensch. Huch, okay. Faszinierend. Und jetzt? Hier geht's wieder raus. Wo komme ich jetzt? Ach, jetzt bin ich hier vorne. Ach Gott. Ja, das ist aber nix. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas. Weißt du, so eine Kiste wie bei Zelda oder so. Keine Ahnung. Aber das ist ja gar nichts. So, warte mal, hier geht's auch nochmal hin. Warte mal, was ist das denn da? Hier leuchtet doch was. Ach, das ist gar nichts. Sack durchsuchen, leer, na toll. Kiste kann ich auch durchsuchen, ist auch leer. Noch ein Sack, ist auch leer, na toll. Alles leer. Wieso sind die alle leer? Wer bewahrt denn hier bitte leere Fässer auf? Nee, von hier kam ich ja, ne? Und was ist hier oben? Halt, was ist... Na, jetzt bist du auch... Ach, dich kann ich gar nicht durchsuchen. Okay. Dann gehen wir mal raus, hoch. Und hier oben ist auch nichts. Oder? Nee. Nee, hier ist ein Teppich. Und ein Messer und eine Wunderlampe. Mit einem Genie drin wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Frag mich nicht, du komisches Spiel. Hoch, springen. So. Laufen wir mal. Ich will gar nicht. Da habe ich Steuerung gedrückt aus Versehen. Hoch, hier geht's auch rein. Also. Ach, jetzt. Okay. Gut, natürlich kann ich sie nicht öffnen, wenn ich draufstehe. Ergibt irgendwie Sinn. Aber mit irgendwem muss ich doch hier... Ich soll doch hier mit irgendwem sprechen? Hier ist er auch nicht, oder sie... Sprecht mit dem Bootsmann. Ja, ja, schon klar. Aber ich soll auch mit der anderen sprechen, die mir darüber was sagen kann hier. Bist du das nicht? Thomas Schaar. Die welke Blume blüht wieder. Schön, euch in bester Gesundheit wiederzusehen. Hä, irgendwie sagt die was ganz anderes, als was da steht. Selbst ein gesamter Ameisenbau ist nicht so geschäftig oder so entschlossen wie unser Kapitän. Es ist eine Ehre für mich, auf diesem Schiff zu dienen. Wo ist denn Kalen? Captain Kalen ist an Land gegangen, um nach einer Mannschaft zu suchen, die nicht versucht, das Schiff zu übernehmen. Ich würde mir Sorgen machen, aber Lambo ist bei ihr. Wer Kalen Ärger macht, wenn Lambo in der Nähe ist, dem dreht er den Hals um. Wo ist denn der Rest eurer Mannschaft? Die Meuterer? Einige sind Sitis begegnet. Andere sind wie die trockenhäutigen Narren geflohen, die sie sind.
Kapitän Kalin befehligt dieses Schiff. Ich ehre meinen Kapitän und ich stand ihr während der Meuterei bei. Das Schiff ist noch immer unser, aber seine Mannschaft ist fort. Nur ihr und Kalin habt die Meuterer ganz allein aufgehalten? Wir waren nicht allein. Der erste Maat Lambo stand uns bei, genau wie Kassan Fünfkralle. Selbst die kleine Nicolene führte einen Dolch für Kalin. Xut. Sie hat Glück, noch am Leben zu sein. Dieses närrische, sonnengesegnete Kind. Was hat denn die Meuterei ausgelöst? Kapitän Kalin hat der Mannschaft gesagt, dass wir nicht länger bretonische Galeonen überfallen würden. Auf Befehl von König Faharajat. Bretonische Galeonen transportieren viele Schätze. Und deshalb war die Mannschaft sehr aufgebracht. Verstehe. Lebt wohl. So, ja. Wissen wir auch wieder mehr? Das wird ein sehr gesprächslastiges Let's Play, so wie es aussieht. Wo geht's hier? Habe ich nicht gerade... Hier geht's raus, okay. Ich dachte, ich hätte eine Treppe gesehen. Jetzt wird's jetzt dunkel? Nee, ne? Hier geht's auch nochmal rein, ne? Ach Gott. Hätte man vielleicht nur unterschiedlich nennen sollen, vor wegen, keine Ahnung, Kajüte des Kapitäns oder sowas. Oh, Bücherstapel. Die Geister von Glenumbra. Von Jean Dutail oder Dufail. Jedes Kind weiß, dass es in Glenumbra spukt. Allerdings sollte ich konkretisieren, was Spuken bedeutet. Nicht jeder Untote ist ein Spuk. Nur Gespenster können spuken. Gespenster sind die Geister von Leuten, die einst wie ihr oder ich lebten. Nach ihrem Tod weigerten sie sich zu gehen. Wenn ihr einmal die finstere Wirkung der Nekromantie erleidet, dann ist dies kein Spuk und ihr solltet eine Anzeige bei den zuständigen Behörden erheben. Was? Es gibt Behörden für Nekromantie? Okay. Jeder in Glenumbra kann euch seine eigene Geschichte über einen Geist, ein Gespenst oder einen Spuk erzählen. Ihr müsst nur fragen. Von allen Orten Glenumbras spukt es zweifelsohne im Moor nordwestlich von Altfelden am meisten. Wie jeder weiß, fand hier in der ersten Ära die Schlacht beim Glenumbra-Moor statt. Bei dieser gewaltigen Schlacht wurden sowohl die Alessianische Orden als auch die Direnni-Elfen so gut wie gleichzeitig auf einem einzigen Schlachtfeld vernichtet. Eine derartige Tragödie durchdringt einen Ort mit spektraler Energie. Wandernde im Moor berichten oft von Kampfgeräuschen wie aus weiter Ferne. Der Ort, an dem es in Glenumbra am zweitmeisten spukt, steht in direktem Zusammenhang mit dem ersten. Khat Bedraut und die umliegenden Grabhügel entstanden als Massengrab für die Gefallenen der Schlacht beim Glenumbra-Moor. Bei schwerem Nebel sollte man besser einen Bogen um den Friedhof machen. Augenzeugen berichten von geisterhaften Lichtern und unheimlichem Stöhnen. Obschon viele glauben, dass es in den Wäldern von Daenia spukt, handelt es sich dabei um ein Missverständnis. Tal und Wald werden von zahlreichen Naturgeistern wie den berühmten Wächtern bewohnt. Dies sind keine Gespenster, da sie nicht nach dem Tod von Leuten entstanden sind. Diese Kreaturen wurden als Geister geboren und sollten mit gebührendem Respekt behandelt werden. Da Glenumbra einst feudal aufgestellt war, ist die Landschaft übersät mit Ruinen und Burgen und über jede einzelne von ihnen gibt es sicherlich so manche Spukgeschichte. Besonders die Ruinen von bei Baelkindfels und der Burg Dresan sind umwoben von lokalen Legenden. Von allen Orten, in denen es in Glenumbra spukt, muss ich vor einer Reise nach Westmy am meisten warnen. Westmy erlitt einen grauenhaften magischen Vorfall, nachdem das Land von Untoten überrannt wurde. Der Ort ist alles andere als sicher und ich muss auch von einer Gespensterjagd dort dringend abraten. Okay, gut, mehr kann ich hier nicht lesen, ich schließe das Ganze mal wieder. Ich wollte übrigens erwähnen, ich hoffe, das war in der letzten Folge nicht so störend, dass ich dauernd gehustet habe. Die Erkältung ist inzwischen doch ein bisschen besser geworden irgendwie. Also zumindest muss ich jetzt nicht mehr so sehr husten und keine Ahnung. Obwohl nur ein Tag vergangen ist. Was sich alles in einem Tag ändern kann. Krass, ne? So, und was mache ich jetzt? Jetzt laufe ich hier die ganze Zeit rum. Ich bin immer noch nicht weiter, ne? Aber es sieht sehr schön aus hier. Guck mal. Boah, ist das schön. Also da kannst du nicht meckern. Da muss ich sagen. Also das ist schon schön. Ja, so. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz. Halt. So, Steuerung. Und zwar, wo war denn das?
War hier irgendwo. Interaktion, Benutzeroberfläche, verbergen, genau. Kann ich inzwischen Steuerung U belegen? Nein. Okay. Ich kann nicht Steuerung U belegen? Wieso? Also nochmal. U geht, ne? Ja. Wenn ich jetzt W nehme. Achso, nee, dann sagt er mir. Okay, also U ist noch nicht belegt. Gut, dann festlegen. Wieso kann ich nicht Steuerung U belegen? Vollbildmodus Alteingabe geht. Aber Steuerung U geht nicht. Wieso? Wahrscheinlich war Steuerung für was anderes, aber ich verstehe es nicht. Komisch. Hm. Geht denn Alt und U? Das müsste gehen, ne? Ich probiere mal hier. Alt plus hoch. Alt plus U. Nee, ach, das geht auch nicht. Hä? Wieso geht... Ich verstehe es nicht. Okay, gut, weiterspielen. Jetzt kann ich auch... Warte, mit U kann ich jetzt das ausblenden. Siehst du, boah, ist das schön hier. Also das ist ja echt, also das kannst du nicht meckern. Ich muss sagen, es ist sehr schön hier. Ne, vielleicht so kannst du als Thumbnail nehmen. Na gut. So, jetzt aber erstmal wieder an das Ganze und dann... Huch, das ist auch sehr schön. Ja, also jetzt wollte ich erstmal weitergehen. Warte. Genau, und zwar... ach, hier drüben ist auch schön. Aber ich glaube, da kann man nicht hin. Huch, habt ihr das gesehen? Der ist gerade gerutscht, statt gelaufen. Also ich soll jetzt mit dem Bootsmann sprechen, glaube ich. So. Mit was kann ich dienen? Gut, ja, das könnt ihr mir... das kennen wir schon. Von hier aus fahren wir nach Stross-Mekai. Stross-Mekai. Erprobt verschiedene Fähigkeitskombinationen in eurer Schnellleiste. Aber denkt daran, dass ihr eure Fähigkeiten oder Ausrüstung nicht im Kampf ändern könnt, wenn ihr den Waffenwechsel noch nicht freigeschaltet habt. Faszinierend. Und jetzt... Jetzt lädt er erstmal. Gut, jetzt bin ich... Aber wo bin ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Warum sprechen die eigentlich alle Englisch? Hier muss es doch auch einen deutschen Chat geben. Für die Leute, die... Oh, ist ja auch schön hier. Warte. Also, ich muss ja sagen... Also, es ist schon schön. Warte. Wipp. So. Da hinten Schiff im Hintergrund. Also, das ist ja... Wow. Also... Nö, es ist sehr schön. Die Maus wird auch nicht angezeigt, ne? Nee, irgendwie nicht. Oh, ist das schön. Ich glaube, der Bildschirm ist dreckig, oder? Ach, kann sein. Weiß ich nicht. Nee. Doch. Oder gehört das zum Spiel? Nee, der Bildschirm ist dreckig. Wart! Echt, der war so teuer. Ist einfach dreckig. Finde ich nicht gut. Muss ich mal sauber machen. Naja. So. Sieht man ja nicht im Video, zum Glück. Aber ist schön. Wirklich. Hier auch. Mann. Ich muss jetzt mal, also es tut mir ja leid, aber hier. Ich muss jetzt mal so hier durchlaufen und euch das hier mal zeigen. Das ist so schön. Vielleicht auch nochmal so. Alter. Naja, doch. Also ich kann mich nicht beschweren. Es ist sehr schön hier. Ich habe genug von dieser Aber was mache ich jetzt? Ich laufe jetzt hier einfach rum. Bei meinem Volk sein. Ich muss sowieso mit jemandem da sprechen. Denkt nach, Lambur. Wie sollen wir ohne Mannschaft dorthin gelangen? Wer baut denn da so eine riesige Statue hin? Mitten aufs Dach, das hält doch gar nicht. Naja. So, jetzt mach ich mal wieder an und dann blups, so. Fireflash. F zum Interagieren gedrückt halten. Und jetzt Spieler melden, Freund hinzufügen, in Gruppe einladen. Irgendwie ist das noch so ein bisschen... Anschreiben. Also das ist schon so ein bisschen abbrechen. So ein bisschen Konsolensteuerung, ne? Muss ich sagen. So ein bisschen an Konsolensteuerung angelehnt. Mit wem soll ich denn jetzt reden? Wer ist denn das hier? Sind das Spieler? Nee. Lambur? Sprecht mit dem Kapitän. Sie ist eine Freundin vieler Worte. Ach so. Ja. Mach ich ja schon. Schaut euch das an, Lambur. Unser beinahe ertrunkener Freund ist wieder bei Kräften. Ich war mir nicht sicher, ob ihr durchkommt. Ihr habt mich gerettet? Eigentlich habe ich euch nur aus dem Wasser gefischt. Meister Kassan hat euch wieder zum Atmen gebracht. Das Wichtigste ist, dass ihr noch lebt. Aber wenn ihr euren Dank beweisen wollt, dann könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Hilfe wobei?
Einen Auftrag. Alle, die dabei sind, werden reich. Ich brauche jetzt nur ein neues Gesicht. Jemanden, den der Anführer und brutalste Schlichter vor Ort, Oberhaupt Bosek, nicht kennt und nicht aufhalten wird. Es geht im Grunde nur darum, dass ihr die Leute anwerbt, die ich brauche. Dann bekommt ihr auch einen Anteil. Habt ihr Interesse? Nun gut, ich werde euch helfen. Die drei Leute, die ich brauche, sind Lerissa die Gerissene, Yakan und Neramu. Alle drei oder auch nur einer von ihnen würden mir reichen.